Hallo, moin moin zusammen, wie man hier so schön aus Hamburg sagt. Wie man sieht, ich bin da hinten, das war jetzt eigentlich berlinerisch, das passt ja nach Hamburg nicht. Ich bin hier hinten, ich spreche mal wieder ein bisschen Hochdeutsch, bei Gabor. Hier, die junge Dame, die kennt man ja schon, das ist Evelyn. Hallo. Die hatten wir letztens schon mal im Video auf der Gallery. Komischerweise, die arbeitet in Düsseldorf, die arbeitet in Hamburg, die ist überall so unterwegs und zu Hause, die Frau. Aber sie hat hier in Hamburg ihren Showroom und da gehe ich jetzt mal so eine Runde drumherum. Wie man sieht, hier an den Wänden, da sind überall schon die, die neuen Modelle sozusagen aufgebaut für Frühjahr, Sommer, wie man das sieht. Und es gibt, ehrlich gesagt, man glaubt es ja echt kaum, richtig hässliche Schuhe auch von Gabor. Herr Gabor, tut mir leid, muss man so sagen, aber wenn man schon einen Schuh Ugly Sneaker nennt, Ugly Sneaker, ne? Hässlicher Sneaker, dann sollte man den auch im Regal stehen lassen. Gruselig, das Teil. Und auch noch schwer, als ob man so einen Klotz am Bein hat. Geht gar nicht. Aber dafür gibt es andere richtig coole, tolle Sachen. Und Evelyn und ich, wir haben hier auf dem Tisch schon mal, ich schwenk da mal hin, die Kollektion zusammengestellt für früher Sommer. Also da sind echt super tolle Sachen dabei. Also was ich echt witzig finde, auch mal 10 drin, wieder ein bisschen bunter sozusagen. Aber auch echt coole Boots in Flieder, in Rot. Rot ist sowieso nächstes Jahr die Trendfarbe. Und das ist auch das Rot, was überall in der Kleidung drin ist. Also von daher ganz wichtig, ich muss mal aus dem Gegenlicht raus. So rum muss ich mal hinten, weil das Fenster dort ist. Das blendet, sonst kriege ich gleich wieder Ärger. Wollen wir nicht. Aber auch solche schicken Sachen hier wieder mit schicken Schleifenbändern drumherum. Was haben wir denn noch Tolles, Evelyn, was uns so anspringt gerade mal? Eigentlich auch ganz witzig, super cool. Lack mit Flower Power oben drauf. Also richtig, richtig krass, diese Teile. Ja, Evelyn, wir haben doch... Hast du die schicken Hohlen hier? Spange, glitzerig und nicht glitzerig? Mhm. Glitzerig in Spange. So, wollen wir eben gucken hier. So. Ne? Spange einmal glitzerig. Ja. Oder auch Spange noch mal ein bisschen cooler. Ja, sehr schön. Rot oder auch in Schwarz. Sind die eigentlich mit Druckverschluss oder mit Klett? Nee, die sind mit zum selber arbeiten hier. Wer harte so laufen Arbeit. Kann, der kann auch noch selber seine Schnalle am Der Bücken. Kann sich dann auch noch bücken. So ist das. Genau. So, aber wie gesagt, das ist ja, also wie man sieht, hier sind ja echt unglaublich viele Schuhe. Ne? Aber das ist ja nur Gabor Fashion hier sozusagen, die wir hier haben. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt gehen wir mal nebenan hin. Da ist nämlich der Manfred. Der hat nämlich Gabor Komfort. Ich bin gleich wieder da, Evelyn. Bis gleich. Evelyn trinkt erstmal eine Runde Apfelschorle. Ich mache mal eben hier die Tür zu. Gehe hier mal eben auf den Flur. Und gehe mal eben einen Raum weiter. Wir müssen mal gucken. So, da ist auch noch ein Kunde drin. Aber ganz ehrlich, das macht mir jetzt gerade gar nichts. Ich klopfe da mal eben dreisterweise an und komme mal eben eine Runde rum. So, Tag zusammen. So, wir wollen mal eben schauen. Wir haben drüben ja, wie gesagt, schon eine Kollektion zusammengestellt. Ich bin auch ganz leise. Ich will hier auch gar nicht stören, weil hier wird nämlich auch gerade geschrieben, eine Kollektion. Aber pst, wir werden nicht verraten, was die anderen kaufen. So, aber auch hier super tolle, schicke Schuhe. Wieder für Frühjahr, Sommer nächsten Jahres. Super tolle Keilsandaletten. Die haben hier auch echt so Blümchen an der Seite dran. Auch in Gelb, also richtig, richtig tolle Sachen. Was die hier zusammengestellt haben. So, mal eben hier rumschwenken. Auch so etwas. Gucken wir mal, ob das nachher was wird, was Manfred dazu sagt. Aber auch diese hier. Also richtig tolle, modische Schuhe, die auch noch einen, ich muss mal eben hier gucken, die haben hier auch einen Abrolleffekt. Das hatte mir Manfred vorhin schon mal erklärt. Also das ist auch was mit technischem Highlight sozusagen. Die rollen sozusagen dann auch beim Laufen. Also richtig klasse. Die werde ich auf alle Fälle schreiben. Da hat man doch mal was richtig Frisches, Neues. Ansonsten gibt es hier auch sowas hier, so Sockenschuhe zum Reinschlüpfen und Loslaufen sozusagen. Jede Menge Gabor Rolling Soft, Ballerinen auch mit Klett und allem drum und dran. Wechselfußbett, also super tolle Sache. So, wenn Manfred will, kann er auch noch mal einen guten Tag sagen sozusagen. Der sitzt hier. Da ist er. Ne? Perfekt, super, aber da gehe ich gleich hin. Vielen herzlichen Dank. Tut mir leid, dass ich stören musste. So, jetzt gehen wir hier auch wieder raus, gehen wir wieder rüber zu Evelyn. Und tschüss. So. Ja, ist immer so ein bisschen anstrengend mit dem Mann. So,
Aber jetzt wollen wir auch gar nicht länger weiter stören da drüben. Sonst wird er noch ganz nervös beim Schreiben. Das kann der gar nicht ab, wenn man den stört. Das ist nämlich immer so, den treffe ich jedes Jahr hier. Der hat immer den Termin vor mir. Und dann sind alle immer ganz fix und fertig, wenn der Mann durch ist. Psst, wollen wir auch nicht verraten. So, vielleicht guckt er sich das Video ja an. Gucken wir mal. So, ja, also wie gesagt, ich bin zurück. Und ich glaube, ich habe jetzt auch schon 5 Minuten gesappelt über schicke neue Schuhe für die Kollektion bei Gabor im nächsten Jahr. Ich freue mich drauf. Evelyn und ich, wir schreiben jetzt die Mengen sozusagen auf. Und ja, dann wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.